Guten Tag und willkommen zurück hier bei Dying Light 2 aus dem Weg. Mann! Wir wollen mit Hakon reden, der anscheinend ein ganz okayes Verhältnis zu den Peacekeepern hat. So wie der rumsteht oder rumstehen kann einfach. Und er wollte uns irgendwas erzählen. Ich habe schon wieder vergessen, was er erzählen wollte. Aber ich denke, es wird wahrscheinlich dann um die Person gehen, die Lucas vielleicht umgebracht haben könnte. Peter, also, dass ich Lucas Mörder hau mal finde. Raus. Nur dann hilft er mir ins Zentrum zu kommen. Wir sollten du uns. Seine Drecksarbeit. Also das überrascht mich kaum. Er sagt, ich soll am Bazar anfangen. War ja klar. Die BKs und der Bazar hassen sich gegenseitig. Ja, logisch. Auf dem Bazar gibt es nur zwei Leute, die wichtig sind. Einer davon ist dieser aufgeblasene Prediger Karl. Den kenne ich. Wen gibt es sonst noch? Sophie, seine rechte Hand. Sie kann gut mit den eher rebellischen Seelen des Bazars umgehen. Hilft dabei, sie im Zaum zu halten. Dodger wäre da auch noch. Ein kleiner Gangster. Weiß immer, was abgeht. Und Joes Banditen. Aber die haben Angst vor den PKs. Okay, ich rede mit Sophie. Du kümmerst dich um Karl. Außer, du willst lieber das Mädel. Sophie? Die ist nicht wirklich mein Typ, weißt du? Zu störrisch. Oh Mann, wirst schon sehen. Ja, da bin ich mir sehr sicher, dass ich das sehen werde, wenn er es schon sagt. Der Schlechter ist unser größter Feind. Er ist verantwortlich für das Bombardement am Schwarzen Montag und den Tod von 2 Millionen Menschen. Was für Ach so, der! Bürger, willkommen in der Old Villader PK Kommandozentrale. Moin. Okay, wir sollten uns anscheinend nur mit Hakon treffen. Einfach um abzusprechen, was wir als nächstes tun. Ich dachte, er wüsste schon Bescheid. Coole Waffe. Warum trittst du nicht den PKs bei? Ich überleg's mir. Nur das wäre halt so ein. Das wäre halt so ein Statement. Quasi einfach so von wegen, yo, ich bin jetzt bei den PKs. Ich gehöre jetzt deren Gruppierung an. Man würde einfach die Neutralität verlieren. Also, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Upgrades verfügbar. Ach, das geht gar nicht im Parcours. Gesundheit. Wir gehen erstmal voll auf Ausdauer, denke ich. Weil man dadurch auch zu mehreren, einfach in mehr Gebäude reinkommt. Beziehungsweise an mehr Plätze kommt als vorher. Und somit können wir dann auch an mehr Hemmstoffe rankommen. Es wird wahrscheinlich auch viele Sachen am Boden geben, die. Wo es dann besser ist, in Gesundheit Punkte reinzustecken. Aber ich denke so, von dem, was ich jetzt gesehen habe, sollten wir erstmal auf Ausdauer gehen. Gut. Weiter Sprung. Nutzen Sie Hindernisse als Sprungbrett und springen Sie weiter. Das ist cool. Drücken Sie zum Ausführen E, während Sie über ein Hindernis... warum wird das nicht automatisch gemacht? Warum muss man diese... Genauso wie dieses hier. Drücken Sie vor dem Ausführen C direkt, bevor Sie den Boden berühren. Warum wird das nicht automatisch gemacht? Dann könnte man so cool hier rumparkouren und so weiter. Okay, so ist es dann. So muss man dann mehr Skill beweisen. Klar, okay, ich verstehe das schon. Aber so gibt es dann so viele Tasten, die man irgendwie drücken muss, wo man sich manchmal einfach gar nicht merken kann, was die einzelnen Tasten machen, beziehungsweise was man für gewisse Dinge drücken muss. Man hier da Leertaste einfach am Hindernis zu drücken, wird doch vollkommen ausreichen. Nicht so ein Scheiß. Irgendwie drücken Sie zum Ausführen E, während Sie über ein Hindernis springen. Was soll das? Erklettern Sie in Vorsprung, selbst wenn Sie keine Ausdauer mehr haben und verlieren Sie keinen Halt mehr, wenn Sie aus großer Höhe auf Vorsprünge landen. Alter, das hört sich krass an. Schnittiger Runner, erhöhen Sie Ihr Tempo, während Sie... das ist nicht so geil. Schnelles Klettern. Weitersprung. Ich denke, ich gehe erstmal auf festen Griff.
Und Weitersprung wird sich sonst noch sehr sympathisch anhören. Also sehr nützlich. Sympathisch? Was? Ja, okay. Kann man umgangssprachlich sagen, aber sympathisch passt nicht wirklich. Gut. Hört sich sehr nützlich an. Aber fester Griff ist da, glaube ich, die bessere Wahl. Einfach, weil ich schon öfter Situationen hatte, in denen mir die Ausdauer ausgegangen ist. Und wo ich irgendwo runtergefallen bin und dann mich einfach nicht festhalten konnte. Weil wir zu weit gefallen sind. Und das ist auch sehr nützlich für den Anfang, denke ich mal. Weil wenn man keine Ausdauer mehr hat und irgendwo dann rumhängt, kann man sich einfach wieder hochziehen. Ich denke, das sollte ganz nice sein. Was sagst du? Verkaufst du Wasser? Ich zahle einen halben Kristall pro Gallone. Wie alle diese komischen... Ach, Kristalle haben wir auch noch kaum gesammelt, ne? Mann, ich bin so durstig. Verschwinde, Kind. Was? Kind? Kann ich mich verarschen? So. Das kriegst du fürs Beleidigen. Hast du auch noch irgendwas? Nein? Gut. Besser für dich. Wo hat er die Pilze hergenommen? Er hat er einfach aus der Tür rausgezogen. Alles klar, Alter. Ach, das sind Viecher. Ih, das sind Viecher. Ich dachte, das wären Menschen. Versuch nicht mehr zu folgen, du Punk. Nee, sie ist da. Wie hast du mich gerade genannt? So. Genau das kriegt ihr nämlich fürs Beleidigen. Merkt euch das, Kinder. Fürs Beleidigen werdet ihr getötet. Nee, aber im Ernst. So Provokationen sind einfach nur unnötig, wenn man nichts getan hat und einfach nur irgendwo rumgestanden hat. Kann man sich auch fürs Real Life sehr gut merken. Ich hab ihn gefunden. No witnesses. No witnesses. So. Könnt ihr euch auch fürs Real Life merken, einfach irgendwie sinnlos zu beleidigen, zu provozieren, ist asozial, eher sein lassen. Falls ihr an den Falschen geratet. Oder mal an den Richtigen. Vielleicht auch, besser gesagt. Dann könnt ihr ziemlich fett aufs Maul bekommen. Also bei manchen ist es vielleicht mal angebracht, aber ich will ja auch keine Gewalt verherrlichen. Nur irgendwann, wenn schon ein paar Mal gesagt hat, yo... Was? Du bist scheiße, wusstest du das? Was zum Teufel? Man schon ein paar Mal gesagt hat, yo, lass es bitte sein. Und man dann, oder wenn man es schon ein paar Mal gesagt bekommen hat, yo, lass es bitte, lass mich bitte in Ruhe. Und man dann aufs Maul bekommt, ist man selber schuld. Hallo. Stirb jetzt. Gut. Stofffetzen. Weil sollten doch eigentlich alle Stofffetzen zumindest fallen lassen. Gib dir mal die Kleidung, die die anhaben. Schon ein bisschen mehr als Stofffetzen, oder? Oh, die Jacke, wie dick die ist. Holy shit. Wie wir keine Waffen von denen bekommen. Warum nicht? Aber gut. Scheiß drauf. Gehen wir erstmal zum Ziel, wo auch immer das ist. Ach so, wir sollen zum Bazar, ne? Können wir hier auch durch? Hallo? Nee, aber ich würde gern durch. Kann ich hier nicht durch? Hallo?
Ach man, ey. Autsch. Bitte verschwinde. Hier fühle ich mich unwohl. Ja. Ist ja gut. Gehen wir halt außen rum. Mega lame, dass wir jetzt da nicht durch können, nur weil da gerade was am Rumwerkeln ist. Gut. Hä? Hey, wer bist du? Langsam. Das ist kein PK. Woher weißt du das? Die treiben sich hier ständig rum. Zum Teufel? Das ist dieser Fremde, der Pilger. War er doch schon 1000 Mal. Der ist von außerhalb der Mauern? Wow, krasse Scheiße. Ich weiß nicht, warum du hier bist. Aber pass auf dich auf, Pilger. Und halt dich von den PKs fern. Die kennen keine Freunde. Diesmal mit Biomarker. Sehr gut. Karl sagte, wir sollen dich zu ihm bringen, wenn du wieder auftauchst, damit er sich dir vorstellen kann. Na, klingt besser, als mich aufhängen zu wollen. Und vergesst nie, die Menschheit erschuf eine Zivilisation, die schließlich nicht mehr war als ein Koloss auf tönernen Füßen. Wir dürfen nicht noch einmal denselben Fehler machen. Das wollte er nicht, das musste er. Du warst eine Gefahr für alle. Natürlich. Hört nicht auf die Ideologien von Narren, die zum Wiederaufbau aufrufen. Es wird keinen Wiederaufbau geben. Hä? Warum nicht? Sollte man auch zumindest probieren. Wer hätte das gedacht? Ein Pilger im Bazar. Willkommen. Ja, ich lebe, obwohl du dir alle Mühe gegeben hast. Okay, du bist so auf mich, aber versetz dich mal in meine Lage. Dann weißt du, dass es nicht anders ging. Wir sind für das Wohlergehen unserer Leute verantwortlich. Und das nehmen wir auch ernst. Deshalb lief es so, wie es lief. Ich hoffe, du kannst uns verzeihen. Also, sag doch, wie geht's denn so zu in der Außenwelt? Man könnte doch zumindest irgendwie ein Gefängnis einrichten, irgendwie so ein Käfig einrichten, wo man die Leute erstmal hinpacken kann, um sie dann zu überwachen, ob sie sich verwandeln oder nicht, wenn sie infiziert sind. Ah, okay. Anscheinend geht das nicht. Anscheinend wird man hier direkt aufgehangen. Ja, mies. Mies. Und es wird immer schlimmer. Ja. Es gibt immer weniger Siedlungen. Und sie schrumpfen. Bald kann man nirgendwo mehr hingehen. Das logisch. Das überrascht mich nicht mal so. Die Menschheit muss erst am Boden sein, um sich wieder aufrichten zu können. Deshalb sind wir ja auch hier. Gibt's sonst noch Neuigkeiten? Soll das hier ein Kaffeeklatsch werden, oder was? Erzähl du doch mal was. Erzähl du mir doch mal was über deine Leute. Man nennt uns das Volk des Bazars, aus dem einfachen Grund, weil wir hier leben. Aber in Wirklichkeit sind wir ein freies Volk. Frei von Lügen, frei von Geld, frei von Religion, Politik, Kriegen und frei von dem Schatten, der die Erde umhüllt hat. Klingt gut. Genau genommen zu gut, um wahr zu sein. Oh, wir haben unsere Probleme. Das Wasser zum Beispiel ist rar. Aber mit Mut und Geduld werden wir eines Tages ein Paradies erschaffen. Na, du wirkst geradezu dankbar für den Zusammenbruch der Gesellschaft. Es war genauso tragisch wie unausweichlich. Das Konsumdenken und der Glaube an die Übermacht des Geldes haben zu dieser Katastrophe geführt. Also, geben wir uns hier Mühe, nicht denselben Fehler erneut zu machen. Das wäre ein Verbrechen. Wir wollen eine Weltordnung erschaffen, die auf sozialen Bindungen aufbaut. Auf Familie und Gemeinschaft. Eine Gesellschaft, in der sich die Menschen unterstützen und gerecht handeln. Kein Bedarf für Polizei, Militär oder falsche Anführer, die erschießen, die sie beschützen sollen. Bei uns ist für alle Platz. Aber kommen wir nun wieder zu deiner Geschichte. Vor allem die unfassbare Gier der Menschen kann sie einfach so oft einfach auseinandernehmen. Hat man jetzt hier im Spiel gesehen, sieht man um mal den Bezug zur Realität auch herzustellen, sieht man einfach so oft einfach in der Realität auch im Real Life,
irgendwelche Leute, die einfach mit dem Schicksal spielen, mit dem Schicksal von Leuten spielen, die dann hinterher niemanden mehr haben, auf den sie sich verlassen können, weil ihnen von niemandem mehr getraut wird. Aber gut, das ist auch eher philosophisch, wenn ich so drüber nachdenke, weil es wird immer genügend Leute geben, die man ausbeuten kann. So traurig es auch sein mag, man wird sich, denke ich, wenn man zumindest keine Person des öffentlichen Lebens ist, die jetzt sehr bekannt ist, wird man seinen Ruf, denke ich, niemals so weit schädigen können, dass man sich wirklich nirgendwo mehr niederlassen kann, beziehungsweise nirgendwo mehr Vertrauen von Leuten finden kann. Wie gesagt, so traurig es auch sein mag, dafür gibt es einfach zu viele Menschen. Was im Endeffekt eigentlich auch wieder schön ist. Weil so kann man auch immer wieder einen Neuanfang wagen. Wenn man eine durch und durch böse Person ist, gut, dann ist das natürlich traurig, dass man so viele Chancen bekommt. Aber gut, ich denke, es wird alles auf einen zurückkommen, was man falsch macht. Einfach vom Gefühl her ist das schon so aus meinen Erfahrungen einfach schon öfters passiert, dass wenn jemand was falsch gemacht hat, das ist immer rausgekommen. Es kommt immer raus. Ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Es ist einfach, ich möchte keine spezifischen Sachen nennen, keine richtigen Beispiele nennen, weil ich niemanden schlecht reden will oder was auch immer. Aber ich denke, man weiß, was ich meine. Ich denke, jeder kann mir da folgen. Also, lass uns einfach weiter zocken. Bevor ich hier irgendwas erzähle, was ich eigentlich gar nicht erzählen will. Ist Kaffeeklatsch alles, was du willst, Karl? Unsinn. Ja, haben wir jetzt genug aber gemacht, ne? Du kommst von draußen und auf einmal bist du bei uns. Also, reden wir Klartext. Ich muss wissen, ob du ein Schaf bist oder ein Wolf. Na? Was bist du? Wenn man hier ein bisschen geklackert hat, das sind Eiswürfel. Sorry dafür. Ich denke, ich werde mir für den nächsten Part einen Strohhalm nehmen. Damit ich hier das Glas nicht mehr neigen muss. Dann hört man ja auch nichts mehr. Ich mag diese Metapher nicht. Ein Schaf, für euch stelle ich keine Gefahr dar. Ein Wolf, nimm dich lieber in Acht. Ich mag die Metapher nicht. Ich finde diese Metapher nicht so toll. Ah ja, verstehe. Pilger mögen Metaphern ebenso wenig wie Poesie. Sie sind Männer der Tat. Ja, apropos Taten. Stimmt. Ich suche Sophie. Ach ja? Sag an, wieso? Weil ich sie nach Lukas Tod fragen will, weil ich ein Paket für sie habe. Das geht nur mich was an. Das geht nur mich was an, um ehrlich zu sein. Das geht nur mich was an. Nicht, wenn du dich auf meinem Gebiet bewegst, Pilger. Aber nun gut, ich spiel mal mit. Was auch immer dein Ding ist, eine Gefahr für uns ist es nicht. Denn du bist ja allein. Und wir sind viele. Geht eben da lang. Du wirst auf einen riesigen Kerl stoßen. Das ist Herman, Sophies Leibwächter. Dann ist sie nicht weit. Ich hoffe, mit deiner Mission machst du Herman nicht wütend. Bis dann, mein Freund. Der wirkt etwas sketchy. Wenn einer von uns getötet wird, merken die das kaum. Wo ist er hingelaufen? Er ist ja so aus dem Weg gegangen. Aber okay, er ist wahrscheinlich so um uns rum. Weiß immer, wen er zu hat sich dann hierhin bewegt. Gut. Der wirkt etwas sketchy, der Typ. Auch etwas religiös, auch wenn er meint, ja, nee, bei uns gibt's keine Religion, bla bla bla. Aber er wirkt irgendwie etwas religiös, finde ich. Und
Er scheint sehr, sehr selbstsicher zu sein und versucht, sich gewagt auszudrücken. Ich weiß noch nicht, was ich von ihm halten soll. Ah. Hermann the German, Alter. Moin, Sophie. Na? Sophie, können wir reden? Tu ihm nichts, Hermann. Lass ihn reden. Alles klar. Ich bin... Aiden, du bist dieser Pilger, der vor kurzem in die Stadt kam. Du bist ziemlich gut informiert. Ich habe kaum eine andere Wahl. Ich bin verantwortlich für die Sicherheit hier. Außerdem war das gestern ein ziemlich ordentlicher Auftritt. Ich suche Arbeit. Weißt du da zufällig irgendwas? Es heißt, du könntest ziemlich nützlich sein. Aber das will ich erst selber sehen. Ein kleiner Botengang wäre für den Anfang okay, oder? Na, was schlägst du vor? Geh zu einem der Meisterhandwerker, Alberto oder Vincenzo. Beide wissen, wo es die reinsten Kristalle gibt. Ich brauche ein paar davon. Für eine besondere Transaktion. Nicht irgendwie... So, erstmal erzählst du mir, was da mit den Leuten ist, weil die haben beide nicht wirklich... Also der Junge, der hat ein bisschen dämlich gewirkt. Als würde er irgendwie nicht wissen, was er macht, beziehungsweise gar nicht wissen, was er macht. Beziehungsweise hätte eine gute Idee, ist aber einfach nur unfähig. Genau, unfähig trifft es eigentlich ganz gut. Und der Ältere, halt der ursprüngliche Meisterhandwerker, der jetzt den neuen zum Meisterhandwerker ernannt hat, liegt einfach ein bisschen neben der Spur. Das ist jetzt aus Zurückhaltung oder altersbedingt, aber er wirkt sehr neben der Spur. Alberto und Vincenzo? Erzähl mir mehr über sie. Vater und Sohn. Alberto, der Vater, jammert die ganze Zeit. Vor okay. dem Ausbruch hatte er eine Werkstatt und haufenweise Geld. Vincenzo, sein Sohn, ist ein wenig schüchtern. Sie sind beide Handwerker und clever. Solche, die aus einem Kaugummi und einem Stück Schnur eine Armbanduhr machen. Sind wir an einem anderen Ort, oder was? Ist das ein anderer Bazar? Weil, es wirkt gerade so, als wären wir hier noch nie gewesen. Besondere Transaktion? Sollte ich was darüber wissen? Neugier ist der erste Schritt auf dem Weg in die Hölle, sagt Karl. Glaubst du daran? Mein Motto ist, traue keinem Fremden. Und das ist genau das, was du bist. Zumindest im Augenblick. Finde erstmal raus, wo die Kristalle sind. Dann sehen wir weiter. Logisch. Warum sind die... Entschuldigung. Warum sind die Kristalle hier so wichtig? Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Was soll der Scheiß? Ist das einfach nur so ein Glaubensding? Oder was ist da los? Diese Kristalle, was hat es mit denen auf sich? Sie entstanden bei dem Chemieangriff auf die Stadt. Eine Art Nebenwirkung. Die Leute glauben, wenn man sie trägt, infiziert man sich langsamer. Das glaube ich zwar nicht, aber versuchen kann man es ja mal. Und deshalb sind sie so wichtig für euch? Da gibt es auch noch andere Gründe. Sie sind schwer zu bekommen, schwer zu zerstören und... Und weil sie so schön sind, kommt man schwer von ihnen los. Ja. Und vor allem sind es richtige Objekte. Sie sind viel realer als Papier oder altes Geld. True. Deshalb sind sie ja auch so teuer. Was meinst du mit für die Sicherheit verantwortlich? Du sagtest, du seist verantwortlich für die Sicherheit des Bazars. Innenministerin. Was genau bedeutet das? Dass jeder PK, der unsere Gemeinde freier Menschen bedroht, sicher sein kann, dass ich ihm den Schädel einschlage. So wie Karl euch beschrieben hat, klangt ihr eher wie Pazifisten. Wir versuchen, die alten Regeln über Bord zu werfen und eine neue Ära der Menschheit einzuläuten. Es ist eine echte Revolution. Und jede Revolution braucht zwei Dinge, um erfolgreich zu sein. Ideologie und eine bewaffnete Einheit, um sie durchzusetzen. Ja, alles klar, Alter. Nee, hört sich nicht gut an. Also schön, ich rede mit diesen Meisterhandwerkern. Sie sind bestimmt auf dem Bazar. Mach deine Arbeit gut und wir können über größere Aufgaben reden. Also Bewaffnung ist in so einer Welt generell immer wichtig, aber so wie sie das beschrieben hat, hat sich das jetzt eher so angehört, als wollten sie irgendjemandem was aufzwingen.
Und das wird immer zu Streit oder größeren Konflikten führen. Ausnahmslos. Man kann Menschen nichts aufzwingen. Gut. Der Händler. Oh, wir können hier. Können hier jetzt ein paar Sachen holen. Medkit Militär. Ja gut, was heißt ein paar? Alter, selbst die Scheißatzen, nein, sind teuer. Alle Wertsachen verkaufen. Alles klar. Da ist unser Konto auch schon prall gefüllt. Und jetzt wirken die Arzneien gar nicht mehr so teuer. Wie viele können wir kaufen? 3 oder was? Na komm, kaufen wir halt alle. Und das hier kann man, glaube ich, auch mal kaufen. Regeneration, gut. Ich denke, das reicht erstmal. Jetzt würde ich mal schauen. Gut. Ja, das sieht auch ganz gut aus, würde ich sagen. Ja, das Ding können wir raushauen. Ich denke, da können wir die reinmachen. Alles klar. Doch, das sind die. Warum konnte ich nach den Fragen her? Ich kenne die doch schon, Mann. Und außerdem sind die nicht schlau. Der eine wirkt so, als wäre die ganze Zeit neben der Spur. Und der andere wirkt als... Ja, hab ich ja schon gesagt gerade. Sophie schickt was Dummes. Sie meint, ihr wüsstet, wo man Kristalle finden kann. Oh, meine Fresse. Die haben tatsächlich schon einen von ihren Dumpfbacken? Wen? Der Typ. Sophies Bruder. Wie hieß der Arsch? Nochmal. Barney. Das Arschloch heißt Barney. Und er hat dieselbe Frage gestellt. Nach einer Dark Zone mit Kristallen. Na, ja, davon wusste ich nichts. Und wo ist diese Dark Zone? Sie ist 120 Kilometer. 100. Papa, darf ich? Na, bitte. 100 Meter von der U-Bahn entfernt. Da ist ein großes Schild, auf dem Fashion Store steht. Und ein Windrad auf der anderen Straßenseite. Na, danke. Meine Waren sind Top-Qualität. Alles klar. Okay. Dann wissen wir ja jetzt schon mal, wo wir hin müssen. Und können wir da Kristalle farmen? Können wir tatsächlich mehr mitnehmen, als wir für die Quest brauchen? Das wäre auch mal cool. Bauleiste. Was ist das? Sind das Blueprints? Die wirken wie Blueprints, die Sachen. Gebrauchsgegenstände, Waffenmodifikationen. Ich hätte halt gerne einen Blueprint, mit dem ich mir eine Waffe machen kann. UV-Leister. Komm. Entwurf, okay. Tatsächlich. Schaut so aus, als wären die ziemlich sinnvoll zu kaufen. Feuerpfeile. Komm, nehmen wir die noch mit. Und eins von den Dingern hätte ich noch gerne. Am besten die Flammensachen. Blablabla. Krämpfe, okay. Spitzenmod. Schaftmod. Nehmen wir Spitze. Und das Ding noch. Okay. Ich denke, die Entwürfe sind echt verdammt wichtig hier. Deswegen habe ich mich einfach mal ein bisschen eingedeckt mit denen.
Und jetzt wollte ich auch noch mal schauen, was ich hier so fertigen kann. Verbrauchsgegenstände wollte ich machen. Arznei. Habe ich nichts mehr von. Okay, ja gut, dann sollten wir uns vielleicht auch mal wieder auf die Suche nach denen begeben, oder? Bisschen Kamille, bisschen Honig. Alles klar. Okay. Zufällig auf der Suche nach Arbeit? Dann reden wir noch mit ihm hier. Und dann würde ich sagen, beenden wir auch erstmal einen Part. Ich lüge und behaupte, ich sei ein Einheimischer. Ich sage die Wahrheit. I don't care, sag die Wahrheit. Einen Unterschied? Ich dachte, ich würde jeden so. In diesem Loch kennen, aber dich kenne ich nicht. Vielleicht, weil ich gerade erst in die Stadt gekommen bin. Ehrlich? Wow, Respekt. Ich habe gehört, dass vor den Mauern ein echtes Blutbad stattfindet. Was hat das mit dem Job zu tun? Nichts, mein Freund. Ich will dir nur auf den Zahn fühlen. Und mir gefallen deine Beißerchen bisher. Der Job erfordert der Typ, aber klar. In erster Linie eine gewisse Diskretion deinerseits. Du wirst für meine gut, das ist nicht schwer. Und was die machen, geht nur sie selbst was an. Mach dich auf den Weg zu meinen Partnern im westlichen Quarry End. Dort erfährst du mehr. Ja, okay, ich mach's. Alles klar, ich melde mich bei denen. Lass sie nicht warten. Wirklich, wir können keine Zeit verschwenden. Na gut, dann haben wir den nächsten Job. Ich find's irgendwie immer noch komisch, dass man nicht angezeigt bekommt, was man für die Sachen bekommt, beziehungsweise nicht handeln kann vorher. Das ist irgendwie komisch. Aber gut. Wir schauen uns dann, sprechen Sie mit Sophie. Ja, okay. Ich denke, das machen wir dann auch direkt, weil es einfach hier ist. Dann können wir ja noch die Nebenquest später machen, weil es wäre jetzt blöd, zur Nebenquest zu laufen und hier den kurzen Dialog nicht mitzunehmen, damit man die andere Quest freischaltet. Ich denke, man weiß, wie ich das meine. Aber das werden wir im nächsten Part machen. Also, bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao.